Welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren umfangreichen Folge Atomic Heart. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klicke einmal konzentriert auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und du wirst immer up to date sein. Guck mal, wie der da drüben hier chillt auf der Bank. Das mache ich auch immer so. Genau so, selbe Position, selber Ausdruck. Irgendwie schauen mich die Leute immer schräg an. Ich weiß nicht, warum. Okay, Leute, wir müssen einmal hier hoch. Das heißt, eigentlich können wir das hier schon mal so lassen. Hier mal hoch. Ah, okay, verstehe. Hier ist eine gesperrte Tür. Okay, wo ist hier der Durchgang? Lass uns das mal abchecken. Die Tür ist versperrt. Hier oben? Das ist interessant. Komm hier rüber wieder. Okay. Also es kann durchaus sein, dass diese Batterie da oben intakt ist. Vielleicht können wir die jetzt hier benutzen. Moment. Aber da passiert nichts. Gibt aber auch nur eine Plattform hier mit dem Durchgang. Ah, hier. Ne, das ist jetzt die geschlossene Türe. Okay, sehr interessant. Der hier reagiert wirklich nicht. Oder bin ich einfach nur zu weit weg? Das kann halt auch sein. Okay, wir probieren mal was aus, Leute. So, einmal hier rüber. So, wenn ich... den jetzt aber hier nicht aktivieren. Hier geht auch nichts. Okay. Wir könnten noch theoretisch... Wir checken mal die Batterie ab, Leute. Es muss mit der Batterie irgendwas zu tun sein. Irgendwas muss da gemacht werden. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ah! Okay. Alles klar, verstehe. Mein Lieblingsspiel wieder am Start hier. Damn. Nein. Zack. Zack. So. Okay, Tür ist offen. Das Rätsel ist gelöst. So, dann einmal wieder zurück. Door is open. Wir drehen das Karussell. So gehört sich das. Zack. Zack. Und einmal durch. Perfekt. Und man wird hier gleich hart wieder belohnt, ne? Alle Schubladen wieder aufreißen. Frag mich sowieso, warum man hier solche Patronen und alles, was ich hier einsammle, hier in solchen Schubladen lagert. Warum? Normalerweise sind da Dokumente drin. So, haben wir alles? Natürlich nicht. Naja, auch egal. Also da muss das Spiel noch dran arbeiten. Das mit diesem Looten hier, so schön das hier aussieht. Durchlaufen und looten. Das funktioniert noch nicht so reibungslos. Okay, hier ist zu.
Das heißt, wir müssen hier weiter. Hier wird ordentlich gepumpt. Speichere Daten. Okay, hier unten können wir lang. Wir können oben lang. Okay, dann wollen wir diesen Penner mal knacken. Na heiß. Deswegen bin ich hier. Ich glaube, das verbauen wir auch gleich. Wir können grundsätzlich, glaube ich, mal gucken, was unser Handschuh jetzt eigentlich so noch kann. Den können wir auch verbessern. Vor allem Telekinesekraft. Also, ich finde die schon ziemlich geil. Erstmal Waffen, danke. Aber ich muss die Telekinesekraft noch verstärken, denn in der letzten Folge haben wir gesehen, diesen neuen Roboter, sage ich mal, die größeren, kann ich leider nicht mehr hochheben. Das muss ich ändern. Okay. Wo war das jetzt? Das war Kartusche. Das könnte mir eigentlich auch mal verbessern. Mehr Elementarschaden. Das macht schon Sinn. Ich benutze die halt schon echt häufig. So, und dann war das jetzt eine Magazinerweiterung. Diese hier. Die muss rein, Leute. So, erweitert das Magazin. Perfekt. Ist drin. Machen wir einmal den Switch zum Handschuh. Checken mal, was Charles jetzt noch so Neues machen kann. Telekinese. So, eine Verbesserung der Neuro-Massentelekinese-Einheit, durch die sie deutlich leistungsstärker wird und auch schwere Gegner hochheben kann. Das ist genau das, was ich wollte. Dankeschön. Einmal reingeklatscht. Das Polymerschild. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch... Also für Boss ist das geil. Also unterwegs... Kann ich mir an sich schon geilere Sachen vorstellen. Den Schock an sich, ne, haben wir an sich auch schon verbessert. Ne? Benutze ich eigentlich auch nur, wenn es sein muss. Charakter, das wäre hier ganz interessant noch, was wir hier noch holen könnten. Gucken wir erstmal, was im Preis mit drin ist. 64 haben wir, das ist nicht wirklich viel. Das ist schon alles sehr, sehr teuer. Auch noch zu teuer. 75, 119. Nee, können wir gar nichts. Egal, ich habe das, was ich wollte. Wahrscheinlich muss ich echt mal auf Take ein bisschen farmen. Werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen. So, Kiste hatten wir. Ist noch was drin? Nein. Okay. Dann zum nächsten Rätsel. Oh, hey Boys! Ich hab keinen Bock auf euch. Alter, okay, wer hätte jetzt gedacht, dass hier so ein Endboss kommt? Mittelboss? Alter, wie viele! Ich hätte Bock auf irgendeine Zeitlupen-Fähigkeit. Ah! Hört auf, mich zu piesacken. Okay, meine Waffe ist schon wieder leer. Ich habe auch nichts ausgerüstet. Okay. Ja, wir brauchen definitiv so bald wie möglich Kalaschnikow. Ich muss dieses Stromding ersetzen. Ich hab's halt jetzt leider, ich habe jetzt schon viel reingesteckt in diese Elektrowaffe. Materialien. Deswegen ist es ein bisschen schade, wenn ich jetzt irgendwie wieder auf die Pumpe zurückgehen würde. Da hätte ich eigentlich die ganzen Sachen mehr in die Pumpe stecken müssen. Als Materialien. So, okay, das haben wir jetzt gemacht. So, nu. Kann ich mich jetzt mal in Ruhe umschauen. Okay, es geht runter. Alter, ist aber schon cool. Die Testkammern gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen ist es halt einfach mal Abwechslung. Nichtsdestotrotz... Oh nein, bitte nicht! Nein! Ich hasse diesen Bug!
Okay. Saug, 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 saug. Okay, Kollege. Was ist mit dir hier passiert? Man weiß es nicht. So, habe ich wieder ein bisschen Strom, ein bisschen Energy. Ja. Okay, das war easy. So, da habe ich jetzt schon mal einen Kollimator für die Kalasch. Brauche halt nur noch die Kalasch. Kriege ich aber wahrscheinlich nur in der Main Story. Das müssen wir dann weiterspielen, Leute. Nach der Testkammer machen wir das ja eh. Folge der Musik. Die Planungsabteilung von Testgelände 6 ist zuständig für: erstens, Lösungsfindungen für den Bau und die Unterstützung zukünftiger Testwerkstätten. Zweitens, Erstellung von Bauplänen für Sanierungen, Reparaturen und den Bau neuer Gebäude. Drittens, Spezifikationen und Kostenvoranschlägen für Bauvorhaben. Und viertens, Aufstellung von planungsbezogenen Leistungsbeschreibungen. Okay, diese Tür müssen wir öffnen. Ja, ja. Hier wird wirklich das ganze Kamasutra gezeigt anhand der Puppen. Okay, mal gucken, was passiert. Wir drehen einfach mal ein bisschen. So, das klingt relativ realistisch hier. Sieht mir nach dem Weg aus, dachte ich. Zumindest. Au! What the? Warum? Okay. Mann, da bin ich ja ganz unten gelandet. Was habe ich denn falsch gemacht? Bin ich zu früh abgesprungen? Muss ich wirklich erst ganz hier rüber? Okay, so wie es aussieht. Ach so, ich muss. Okay. Gehirn. Was ist da los? So. Nee, auch nicht. Auch nicht mit Schubsprung. Verdammte schöne Drecksscheiße! Der Kollege, den ich hier spiele, ist ganz schön aggro, oder? Der sollte sich mal ein bisschen mehr entspannen. Ist auch alles mit Farbe markiert. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir da lang können, oder? In dem Fall wird es uns ja auch nichts bringen. Aber es ist noch nicht ganz korrekt hier, oder? Oder stelle ich mich einfach nur dumm an? Okay, interessant. Gut, dass die ganzen Sachen immer markiert sind, wo man hin muss, ne? So, das sollte doch jetzt eigentlich funktionieren. Yes, okay. Nimm meine Pistole. Nein! Was? So dumm! Okay, aber ich bin da, wo ich hin wollte. Chillig. Okay, hier kann ich das Ding da unten drehen. Okay, da könnte ich dann hinjumpen. Geil! Hatchtag, das wird unsere nächste Nahkampfwaffe. Die ist nämlich auch ziemlich krass. Das Spiel schon wieder, das hatte ich ja schon ewig nicht mehr.
So, ich muss kurz mal gucken, wie das nochmal ging. Ah ja, hier können wir dann... Okay, wir haben unten gelb, grün, rot, blau. So, gelb. Grün. Nein! Gelb. Ach so, der macht das immer in Dreier-Schritten. Das ist dumm. Momentchen. Ich fange mal mit Gelb an. Gelb mal darüber. Und Rot muss noch hier hin. Ne, Moment. So. Jo. Okay, hat ein bisschen länger gedauert. Aber es ist geschafft. Es ist vollbracht. Ich habe die Macht. Oben geht's noch weiter. Hier haben wir... So. Okay, wir sind jetzt wieder back. Okay, also wir haben jetzt das untere Teil gedreht. Das Ding ist gedreht. Na, schauen wir mal, ob es irgendwas gebracht hat. Grundsätzlich müssen wir jetzt nicht mehr nach oben. So. Wir müssen ja jetzt eigentlich da hoch. Hier nicht mal hoch. Ah, warte mal. So komme ich. Da haben wir auch noch mal so zwei Teile. Okay, es wird anspruchsvoller, das Ganze. Ich glaube, wir brauchen das auf der anderen Seite. Huh? Ja, hier muss das Rohr hin. Das Rohr muss dahin. Das heißt, wir müssen das jetzt noch einmal... Das ist falsch. Okay, das war an sich schon richtig. So, so. Mal drehen bitte. So. Oder? Ist das jetzt richtig? Rohr ist hier, ja. Hier muss das Rohr hin. Ich hab das Rohr verlegt, chillig. So, jetzt ist nur noch die Frage. Kann ich hier so ein bisschen cheaten? Ich glaub nicht, dass es so gehört, aber... Heilen und au. Weiterleben. Okay, das war Fail. Okay, wir versuchen es über den offiziellen Weg. Ich wollte mal ein bisschen cheaten hier. So. Problem ist jetzt, ich muss ja dahin. Das wird aber blockiert. Okay, das funkt alles nicht so, wie ich das möchte. Ach, warte mal, ich kann ja von unten auch ran. Sich auch ran. Jetzt könnte ich hier ran. Sollte ich dahin kommen?
Spruch. Na komm. Hopp. Hoch mit dir, einmal rüber und dann habe ich ja hier die lange Leitung. Aber das wird nicht funktionieren. Na, obwohl. Ja, was? Wie, wo, was? Nein. Das ist so dumm. Jawohl, irgendwie geht's schon. Zack, Buben, bin ich drüben. War zwar nicht legit, aber... Okay, jetzt geht's hier noch weiter. Ja, es geht noch weiter. Ist noch Loot? Die Testkammer hat schon in sich. Okay, wo ist denn... Hier oben muss ich lang, ne? Muss nach oben. Jetzt von hier aus bewerkstelligen? Okay, dann machen die anderen Dinge jetzt da Sinn. So. Da komme ich jetzt... Nein! 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 Wieso? Ach, come on, Spiel! Du gehst mir auf den Sack. Nicht hoch genug. Hier hoch will ich, komm an! Klappt noch nicht so ganz. Warum ist das so? Ich glaube, ich brauche... andere Seite, ha? Huh? Die Seite brauche ich, glaube ich. Ja, das, so macht das Sinn. Okay, dann hier hoch. Und hier hoch. Okay, well done. Ach, das ist schaffen. Alles klar. Wir sollten nach Möglichkeit versuchen, weitere Testgelände zu finden. Speichere Daten. So, da haben wir noch eine Truhe. Wonderbra. Mega. Das ist zwar für die Elektropistol, aber egal, wir haben's. Und hier für den Schneeball. Auch ein rammender Hieb. Okay, dann hätten wir das auch. Haben wir jetzt alle Sachen? Haben wir jetzt hier alles? Ich glaube ja, oder? Kollege, habe ich hier alles eingesammelt? So, perfekto. Dann hätte ich jetzt eh gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann mit der Mission weiter. Der Hauptmission. Ich werde schon mal wieder zu dem Punkt vorfahren, wo es dann im Grunde so halbwegs weitergeht. Und dann sehen wir uns dort im Grunde wieder. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir den Daumen rein drückt oder einen Kommentar verfasst. Und an alle Leute, die bis hierher geschaut haben, kann ich ja davon ausgehen, dass ihr zu meiner treuen Community gehört. Dementsprechend jetzt noch eine kurze Frage. Und zwar stelle ich hier gerade ein bisschen was um auf YouTube. In dem Sinne, dass ich gerade schaue, die Folgen kürzer zu machen und jeden Tag eine Folge zu bringen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir jetzt so ein bisschen Feedback gebt, was ihr so besser findet, ihr persönlich. Jeden Tag eine Folge, a 15 bis 20 Minuten. Oder jeden zweiten Tag eine Folge 30 bis 35 Minuten, so wie ich es die meiste Zeit auch gemacht habe. Wäre cool, wenn ihr mal ein bisschen Feedback da lasst. Und ja, dann sehen wir uns im Grunde beim nächsten Mal wieder. Sexy und geschmeidig bleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.